Wir wollen heute den kritischen Journalismus ehren. Wenn Reizwörter wie Lügenpresse oder Fake News grassieren, gilt es, das Vertrauen in den klassischen Qualitätsjournalismus wieder zu stärken. Denn er ist ein unverzichtbarer Garant für unsere Demokratie. Dass man daran wieder erinnern muss heute, ist ziemlich bitter, aber in Zeiten, in denen demokratiefeindliche Stimmen wieder besonders laut geworden sind und rechtspopulistische Wölfe im Schafspelz die drittstärkste Partei im Deutschen Bundestag stellen, ist das wohl wieder nötig geworden. In diesem Sinne sollen heute Journalisten ausgezeichnet werden, die in ganz besonderem Maße für die vierte Gewalt im Staat stehen, die pluralistisch, frei und unabhängig berichten, die sich mit einfachen Wahrheiten gerade nicht zufrieden geben und die zum Teil ganz Unglaubliches bei der Recherche geleistet haben. In diesem Jahr wird der Otto-Brenner-Preis zum 13. Mal vergeben. Und bitte begrüßen Sie jetzt den Gastgeber dieser Preisverleihung, den Verwaltungsratsvorsitzenden der Otto-Brenner-Stiftung, ersten Vorsitzenden der IG Metall und Jurymitglied Jörg Hofmann. Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Jury, sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute einen etwas ungewöhnlichen Ablauf. Es gibt nicht nur ernsthafte Reden, die ich mich jetzt gleich bemühen werde, sondern durchaus auch vergnügliche Teile mit einem der Kabarettisten, der, glaube ich, am besten auf vergnügliche und intelligente Weise seine Kritik am Kapitalismus, an der Politik und an der Welt der Medien mitteilt. Politische Satire bringt ja Schieflagen ans Tageslicht, die kaum mehr als solche wahrgenommen werden. Und sie leistet oft einen Beitrag für das politische Bewusstsein, weil sie zwei bislang in unseren Köpfen voneinander getrennte Themen treffen und sich die Hand schütteln. So wird der Deutungsrahmen erweitert, neue Zusammenhänge entstehen. Zusammenhänge aufzeigen, das ist ganz im Sinne von Otto Brenner. Der erste Vorsitzende der IG Metall fragte sich damals, ich zitiere, hinter der Wirtschaftsleistung unseres Landes steckt die Arbeitsleistung der Menschen. Die Wirtschaftsleistung als solche ist ja aber kein Selbstzweck. Wo also ist hier der Zusammenhang? Und er hat folgendermaßen beantwortet, die Wirtschaft soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Dieser Satz gehört seitdem zur geistigen Grundausstattung eines jeden Gewerkschafters und einer jeden Gewerkschafterin. Und auch viele von Ihnen gehören zu denjenigen, die im Sinne dieser These recherchieren und veröffentlichen. Ich freue mich, einige Medienschaffende heute dafür mit dem Otto-Brenner-Preis zu würdigen. Beziehungsweise mit dem Otto-Brenner-Stipendium zu ermutigen, sich dieser Fragestellung zu öffnen. Dient die Wirtschaft den Menschen oder nur einigen wenigen? Fast 4 Millionen Menschen arbeiten in unserer Branche der Metall- und Elektroindustrie. Es wäre ein Armutszeugnis für uns als IG Metall und Betriebsräte, würden wir behaupten müssen, Wirtschaft wäre ihnen nicht dienlich, erträgliche Arbeitsbedingungen, gute Entgelte und sichere Arbeitsplätze zu haben. Aber wir stellen im gleichen Umfang fest, es entsteht auch Prekarität in unseren Branchen und das, was erreicht wurde, muss immer wieder neu erkämpft werden. Und das ist ein Punkt, den wir gerade auch in der kommenden Tarifrunde mit erreichen wollen. Die Umsatzrenditen der Metall- und Elektroindustrie haben den höchsten Stand seit 2008. Die börsennotierten Unternehmen schütten einen immer größeren Anteil der Gewinne an die Aktionäre aus. Allein letztes Jahr 12 Milliarden Euro. Das ist eine ordentliche Lohnerhöhung für alle.
Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass trotz dieser Erfolge, trotz hoher Kapazitätsauslastung und trotz besserer Perspektiven in der Branche die Löhne und Entgelte durchaus nicht adäquat steigen. Es ist auch nicht so, als würden die Betriebe kräftig investieren, was zu Beginn der Digitalisierung der Arbeitswelt nahezu an Verantwortungslosigkeit grenzt. Sie investieren zu wenig in den Aufbau neuer Geschäftsmodelle und vor allem zu wenig in das Asset, das das Wesentliche ist, nämlich die Qualifizierung der Beschäftigten. Wenn die Arbeitgeber über Fachkräfte mangeln, aber gleichzeitig zu wenig Auszubildende ausbilden und ihre Belegschaften nicht fit machen für die Industrie 4.0, dann entzieht sich ihr Lamento über den Fachkräftemangel großer Glaubwürdigkeit. Sich aus der gesellschaftlichen Verantwortung zu ziehen, das ist zu oft ein Muster der heutigen Wirtschaft. Eigentum verpflichtet, auch zur Weiterentwicklung des Sozialstaats. Eigentum verpflichtet, das heißt einer modernen Arbeitsgesellschaft auch den neuen Herausforderungen von Sozialstaatlichkeit zu stellen, einer Gesellschaft, die längst entwachsen ist dem Modell des männlichen Allein- und Hauptverdieners, sondern partnerschaftliche Verantwortung und in Kinderpflege als Selbstverständlichkeit akzeptiert. Und dass Sozialstaatlichkeit weiterentwickeln, heißt auch, es jedem zu ermöglichen, Arbeit und Leben, berufliche Entwicklung, Betreuung von Kindern und Pflege Familienangehöriger vereinbar zu machen. Genau dies greift die IG Metall in ihrer diesjährigen Tarifrunde auf. Es ist die höchste Zeit, dass wir unsere Arbeitszeit an unser Leben anpassen und nicht umgekehrt alleine an die Flexibilitätsbedürfnisse der Arbeitgeber. Das Leben ist kein Tempomat, den man einstellt und mit der gleichen Geschwindigkeit durch das Arbeitsleben fährt. Die Geschwindigkeit im Leben ist nicht immer gleich. Kinder brauchen ihre Eltern mal mehr, mal weniger. Plötzlich haben wir einen Pflegefall in der Familie. Und Körper und Geist sind auch keine Maschinen und leiden unter belasteten Arbeitszeitmodellen. Und da wollen wir bei der Arbeitszeit einen großen Schritt im Sinne der Beschäftigten machen, nämlich, dass man seine Arbeitszeit selbstbestimmt auch auf bis zu 28 Stunden reduzieren kann. Ich freue mich an dieser Stelle auf das Medienecho zu dieser Forderung und die Nürnberger Zeitung, um mal eine Zeitung zu zitieren, die IG Metall trifft den Nerv einer gehetzten Gesellschaft und der Deutschlandfunk nennt unser Vorhaben eine Zeitenwende in der Arbeitsgesellschaft. Ja, es ist eine Zeitenwende, weil sie sich gegenstellt dagegen das Mantra der Arbeitgeber, dass da heißt, Arbeitszeit heißt Vollzeitarbeit plus Überstunden plus Flexibilität plus Leistungsdruck. Und deswegen ist Arbeitszeit und diese Tarifrunde vor uns immer auch ein Konfliktthema besonderer Art. Weil es geht nicht nur um Verteilung von Gütern, von Gewinnen und Erträgen gegenüber Entgelten. Es geht um die Macht, um die Frage Fremdbestimmung oder Selbstbestimmung in einer heutigen modernen Wirtschaftsdemokratie gar nicht anders zu beantworten, als dass die Selbstbestimmung der Beschäftigten gestärkt werden muss. Wir haben diese Tarifrunde vorbereitet wie keine andere mit einer breiten Beteiligung der Beschäftigten. Über 680.000 Kolleginnen und Kollegen haben sich zu Beginn dieses Jahres die Mühe gemacht, einen Fragebogen, der durchaus die Mühe hatte, eine halbe Stunde sich damit zu beschäftigen, auszufüllen. Ich sage immer, die Halbwertszeit solcher Fragebögen bei mir hat allenfalls in der Regel 2 bis 3 Sekunden vom Brieföffnen in den Papierkorb, dass sich dort jeder 680.000 Menschen hingesetzt haben, um das Thema Arbeitszeit sehr differenziert zu beantworten, zeigt dreierlei. Erstens, das Thema elektrisiert. Zweitens, sie haben das Vertrauen in die IG Metall, dass sie die Anliegen ernst nimmt. Und drittens,
Sie haben die hohe Erwartung, dass das, was Ihre Bedürfnisse sind, auch in unserem gewerkschaftlichen Handeln sich wiederfinden. Und schon deswegen sind wir im hohen Maße verpflichtet, auch in dieser Richtung zu handeln. Es ist eben halt längst nicht so, dass die Betriebe diese Frage von Vereinbarkeit heute ausreichend unterstützen. Und es ist immer schon Aufgabe gewesen von Tarifpolitik, von der konkreten Auseinandersetzung, die Realität in den Betrieben als Keimzelle auch für sozialen Fortschritt weiterzuentwickeln. Der heutige Sozialstaat ist in vielen Punkten Gesetz gewordene Gewerkschaftspolitik und Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern wurden im Laufe der Geschichte häufig allgemeingültig. Ich denke etwa an die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das Mindestmaß an Urlaub oder die Mindestruhezeit zwischen Arbeitstagen. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben im deutschen Sozialmodell eine gemeinsame Verantwortung, nämlich nicht zu warten, bis ein Gesetz gnädigerweise von oben Gute schafft, sondern über betriebliche Praxis und tarifliche Auseinandersetzungen Vorreiter zu sein für einen sozialen Fortschritt, der von unten gemacht wird. In dieser Tarifrunde ist es offensichtlich nötig, die Arbeitgeberseite an das Wort Sozial und Sozialpartner wieder zu erinnern. Auch, weil wir an der Stelle, glaube ich, gerade in der aktuellen politischen Situation eine hohe Verantwortung haben, Glaubwürdigkeit zu zeigen, wenn es in der Umsetzung der Interessenslagen der abhängig Beschäftigten geht. Liebe Gäste, das Recht, dass auch dieses Verlangen im Arbeitskampf durchgesetzt wird, ist ein Grundrecht. Und deswegen bereiten wir uns auch systematisch vor, sich dieser Frage zu stellen, wenn sie sich stellt. Auch die Jury des Otto-Brenner-Preises hat ein Grundrecht, das Grundrecht, anständig begrüßt zu werden. Zunächst mal, unsere Jury hat zwei neue Gesichter. Bettina Gauss, sie ist politische Korrespondentin der Taz, bekannt für kluge Kommentare zur Innenpolitik, Afrika-Kennerin, engagiert und streitbar, wurde mir zumindest aufgeschrieben. Und Ines Pohl, sie ist Chefredakteurin der Deutschen Welle, früher an der Spitze der Taz, Amerika-Kennerin, unangepasst und standhaft. Beiden neuen Jurymitgliedern ein herzliches Willkommen. Das neue Jury-Team heißt also in alphabetischer Reihenfolge Gauss, Leif, Lilienthal, Pohl, Brandl, Schumann und allen nochmal ein herzliches Willkommen heute am Abend. Sie alle zusammen geben dem Brennerpreis einen besonderen Qualitätssiegel im Reigen der deutschen Journalistenpreise. Dem erkrankten Thomas Leif senden wir an dieser Stelle die besten Genesungswünsche. Ihm und allen anwesenden Jurymitgliedern danke ich dafür, dass Sie sich für unseren Preis so außerordentlich engagiert und dass Sie persönlich und stark mit dem Preis sich identifizieren. Das hat auch Sonja Mikisch getan, die beim Otto-Brenner-Preis mitgewirkt hat, seit es ihn gibt, seit 2005. Leider nimmt der WDR Frau Mikisch als Chefredakteurin derart in Anspruch, dass sie nun als Mitglied der Jury ausscheidet. Schade, denn ihr Wort als erfahrene und preisgekrönte Journalistin war ein wertvoller Bestandteil unserer Jury. Wir haben da auch Beweismaterial, wie sehr sie sich um unsere Sache verdient gemacht haben. Selbst wenn sie nicht an einer Sitzung der Jury in Frankfurt teilnehmen konnten, haben sie sich über Skype an der Sitzung beteiligt. Und als sie während der Preisverleihung beruflich unterwegs war, ist sie dann extra ins Studio gegangen, das war einmal in Köln, einmal sogar in New York, und hat jeweils die Laudatio eingesprochen und wir konnten sie hier einspielen. Liebe Frau Mikisch, wir möchten bei Ihnen uns gebührend bedanken. Zur Erinnerung an die gemeinsame Zeit in der Jury und als Anerkennung für die engagierte Arbeit möchten wir Ihnen eine Ehrenurkunde überreichen. Applaus.
Das machen im Namen der ganzen Otto Brenner Stiftung zwei nette Herren aus der ersten Reihe. Und ich sehe schon, Sie sind aktiv gewesen. Liebe Frau Mickig, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ihnen alles Gute persönlich und für Ihr journalistisches Wirken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Veranstaltung wirken viele Hände und Köpfe mit. Unser besonderer Dank gilt Herrn Professor Lilienthal und den Studierenden seines Hamburger Lehrstuhls für die Praxis des Qualitätsjournalismus. Dieses Team Lilienthal hat auch dieses Jahr wieder mehr als 700 Bewerbungen gesichtet und die Jury-Sitzungen vorbereitet. Als Gäste haben wir diesen, sag ich mal hier, Applaus für dieses Team. Es ist ja die Folge des Erfolgs und die Mühe der Mühen, dass die Mühen immer mehr werden, weil die Bewerbungen immer mehr werden. Insoweit haben wir mit 700 Bewerbungen, glaube ich, den höchsten Bestand an Bewerbungen, seit es den Otto-Brenner-Preis gibt, dieses Jahr zu verzeichnen. Und die zu sichten zu dokumentieren, ist eine große Aufgabe. Als Gäste haben wir heute außerdem eine Seminargruppe aus unserem Berliner IG Metall Bildungszentrum, die sich dem Thema Europa gewerkschaftlich nähert. Es geht dabei auch um das Bild, das die Medien über Europa zeichnen. Und schon sozusagen im Action und vorher in der Einleitung bestand Gruß auch an Anja Höfer, die uns wieder durch diesen Abend führt. Allen genannten ein herzliches Willkommen und viel Spaß. Apropos Spaß, ich hatte Ihnen ja bereits guten Humor versprochen. Er gilt als der politischste Künstler seiner Zunft. Er hat nach 25 Jahren auf der Bühne eigentlich seine Tourneen beendet. Aber er ist heute hier. Er heißt Georg Schramm und für ihn heißt es jetzt Bühne frei. Applaus